Ich bin Neoblade und das ist ein Replay bzw. ein Video für meine Serie Tribute to Misu, The Staircase Programm. Wir schauen uns sofort Misu an. Sehen hier ein Zerg gegen Random. Der Random-Spieler ist ein Terraner geworden. Und Misu ist wieder Grandmaster im Spending Skill und hat 86% Injection Rate in GG Tracker. 90% ist das Maximum. Und wir gehen den Anfang hier wieder mal schneller durch. Also ganz wichtig ist bitte, dass ihr den Okko-Cycle trainiert. Dazu gibt es Videos in meinem Channel. Und dass ihr die Karte Creep or Die so macht, wie ich es im ersten Video gezeigt habe. Dass ihr da also keine Warnung bekommt, dass er das vielleicht... Ich habe es auf Bronze gespielt. Versucht es ruhig mal bis nach Platin zu schaffen ohne Warnung. Also Warnungen sind halt dann rote Meldungen, die wegen fehlendem Creep-Spread gezeigt werden. Und jetzt geht das hier so langsam in die Phase, wo man den Supply-Block sehen könnte. Die Basen kommen interessanterweise, am Anfang kamen sie bei 5,15, jetzt kamen sie bei 5,40 auf einmal, kommen immer irgendwie später. Vielleicht kann da Misu mal einen Kommentar drunter schreiben, ob er dann auf eine bestimmte Drohnenanzahl gewartet hat oder ob er sich da letztendlich einfach umentschieden hat irgendwann. Da kommt ein Medivac, man sieht es schön über die Minimap. Spult nochmal zurück, wenn ihr es nicht gesehen habt. Ich weiß nicht, ob Misu es gesehen hat, dann müsste er seine Linge nämlich links an seine Base fliegen. Vielleicht kommt jetzt ein Widowmine-Drop oder sowas. Ne, er geht einfach erstmal über die Minimap mit A-Move in die Base des Gegners. Die Markwatch kommt, da ist jetzt das Medivac. So, da sind... Also ich hätte, ganz ehrlich gesagt, auf die Minimap-Vision da an der Stelle reagiert. Das dürft ihr, das ist halt... Ich halte ganz kurz mal an. Wie gesagt, alles, was nicht verboten ist, das dürft ihr tun. Bedeutet, ihr seht über die Minimap ein Medivac da lang fliegen, dann dürft ihr ein Spore und ein Spine pro Base bauen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt auch zwei Spines und zwei Spores bauen pro Base. Überhaupt kein Problem. Denn ihr habt über die Minimap einen Medivac-Drop gescoutet. Hat Misu entweder nicht gesehen oder er hat sich gedacht, wir verteidigen das jetzt mal so, wie das in Bronze verteidigt werden sollte. Hat die Drohnen abgezogen. Wir schauen mal nach, wie viele Drohnen er verloren hat. Null. Das ist gegen den Medivac-Drop natürlich super gut. Aber ich hätte schon auf das Minimap-Ereignis reagiert. Spult einfach nochmal zurück, wo ich sage, oh, über die Minimap kommt ein Medivac. Dann seht ihr das. Könnt in dem Video ja so oft hin und her spulen, wie ihr das wollt. So. Ich muss jetzt mal gerade ein bisschen spinksen hier. Wie gesagt, bitte nicht machen. Denn ich habe es fast befürchtet, dass der Terraner hier seine Wall verliert. Misu könnte natürlich hier auch einfach mal wieder A-Move über die Minimap machen. Oder diese beiden Linge sind hier gar nicht auf einer Steuergruppe. Oh, der Terraner ist mutig. Also der Terraner verliert jetzt auch richtig schön SCVs. Aber die Linge hier sind nicht in einer Steuergruppe, Mr. Misu. Gut, wir gucken uns das wieder aus Misus Sache an. Das sieht für den Terraner jetzt schon nicht mehr so gut aus. Makro-Hedges sind geaddet worden, weitere Linge werden geaddet. Und die nächste Base wird genommen. So, wie viele Larven? 7, alles in Ordnung. Injecten, injecten, injecten. Wird das etwa noch verloren? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt wird auch mal Creep Spread gemacht. Also das mit dem Creep Spread läuft noch ein bisschen random. So, jetzt ist er in der Main Base. Unten sieht man auf der Minimap.
Ich würde eiskalt mal über die Minimap. Man darf ja über die Minimap seine Units auch steuern. Mit A-Move. Da würde ich mir jetzt mal versuchen, da die Base zu nehmen, aber das Spiel ist vorbei. Man sieht, er ist in der Main-Base drin vom Terraner. Trotz Wall hat der Terraner natürlich Scheiße gebaut. Aber Fakt ist, ihr spielt nicht gegen den Pro-Gamer MMA, wenn ihr Bronze seid. Deswegen macht der Terraner auch Fehler. Fakt ist, wenn eure Gegner fehlerlos spielen, könnt ihr das Spiel nicht gewinnen. Der Terraner wird vor allem irgendwann das Riesenproblem sein, dass er outmined ist mit 22 SCVs. The power of Makro, kann ich dazu nur sagen. Oh, jetzt verliert der Terraner auch noch seine zweite. Wie gesagt, wenn ihr das aus Misos Sicht anschauen wollt, er hat Videos dazu gemacht, er hat die Replays hochgeladen. Wenn ihr euch angucken wollt, wie die Kämpfe da laufen, könnt ihr das problemlos tun. Das Replay kann euch alles liefern, was ihr so wollt. Und wir sehen halt auch noch Replays, wo Misu auch Micro macht, weil das in Schritt 2 erlaubt ist von The Staircase, aber wir sind hier in Schritt 1. Ihr habt ja jetzt einmal den Kampf beobachtet. Wie gesagt, das solltet ihr auf Schritt 1 nicht tun. In Schritt 2 dürft ihr das sofort machen. Ich denke, wenn er hier ein paar Queens dazu gebaut hätte. Wobei Unit Composition ist in den unteren Ligen nur ganz selten entscheidend. Aber die Queens würden natürlich gegen die Medivacs kämpfen. Aber es ist schon, also dass er 86% hat, das ist bärenstark dafür, dass er so viel Druck gekriegt hat in dem Spiel. Die Makro-Hedges sind toll. Also generell, jetzt Saturationskontrolle, die Drohnen werden verteilt. Und der Terraner, der wird irgendwann kein Geld mehr haben. Also auch wenn er nur mit 12 Arbeitern meint. Und er hat immerhin schon 31 SCVs verloren, aber er baut hier einfach keine nach. Ja, und ohne Arbeiter kann man halt kein Geld erwirtschaften. Das muss ich mir gerade mal aus der Vision vom Terraner anschauen. Ja, vom Pro-Gamer-Standpunkt her alles richtig gemacht. Gute Unit-Composition gespielt, Medivacs gebaut, aber letztendlich die wichtigste terranische Regel missachtet, nämlich keine SCVs gebaut. Falls das ein Terraner sieht, schaut euch bitte von Hero Marine das Video an, wo Hero Marine, ein Grandmaster Terraner, Pro-Gamer, Gabriel Segert, der einfach schon mit 15 wahrscheinlich mehr SCVs bauen konnte als die halbe Ladder in Europa und Amerika zusammen. Er kriegt mit 16 SCVs sogar Overmints. Ich breche hier zusammen. Das ist echt Hammer. Also da soll mir noch mal einer sagen, die Bronzeliga ist keine richtige Bronzeliga mehr. Klar, der Skill ist gestiegen, das sage ich. Also das stelle ich nicht in Abrede. Aber man sieht hier einfach, der Mann wird gestört, der Mann weiß nicht, was er tut. Und er baut vor allem keine SCVs. Ja, das war's für dich, lieber Terraner. Wir gehen direkt ins nächste Replay. Wie gesagt, ich würde diese Karte voten. Die Gründe dafür habe ich in den ersten Videos genannt.
Und wir spielen nochmal gegen den Terraner. Das ist auf dieser Karte hier einfach ein bisschen schwieriger, weil der Terraner sofort Two Base gehen kann und nur eine Wall dafür braucht. Letztes Mal hat Miso auf dieser Karte einen Overlord verloren, weil er den irgendwie mitten durch die Base des Terraners geflogen hat. Vielleicht macht er das auch immer so und hofft, dass der Gegner Reaper First spielt. Jetzt fliegt er zurück. Okay. Wie gesagt, einige der Spiele verliert Miso auch. Aber die deutliche Mehrheit gewinnt er. So, der Terraner lässt da die Linge knuspern. Hat der Terraner da eine Wall verloren? Nee. Hat er repariert, genauso muss sein. Miso bekommt einen Tacken Overmins. Wahrscheinlich die Makro-Edge zu spät gedeckt. Jetzt ist wieder alles im grünen Bereich. Ist an der Main leicht untersaturiert. Also da würde ich nicht 15 stehen haben. Jetzt hat er da 16 stehen. Wie gesagt, in den unteren Ligen von Bronze bis Gold könnt ihr problemlos auf den Grandmaster Okkuzerk hören, der euch empfiehlt, 18 an die Eco-Line zu tun. Das wird sich in Legacy of the Void eventuell ändern. Die basteln im Moment viel an der Economy und im Moment ist noch nichts final in der Beta. Aber wenn es so bleiben sollte, sind auch da 16 bis 18 völlig in Ordnung. Wie gesagt, Miso zeigt es direkt auf Pro-Gamer-Niveau mit der Saturation, wobei ein Pro-Gamer jetzt an seiner dritten auch eine Drohne mehr hätte. Also Saturationskontrolle ist etwas in den Augen. Jetzt hat er mal gerade zum Angriff geschaltet, was er halt, wie gesagt, eigentlich nicht tun soll. Jetzt kommen so einzelne Pakete gegen den Tank. Ist rein vom Scouting und Decision-Making her auch nicht optimal. Aber er wird verhindern können, dass der Gegner eine dritte bekommt. Da gehe ich einfach mal von aus. Und wie gesagt, was braucht ihr, damit ihr Schritt 2 machen dürft? Und Micro, ihr braucht 9-mal Grandmaster Spending Skill oder halt die Liga, die ihr erreichen wollt. Aber ich würde schon versuchen, auf diesem Lernstep 9-mal Grandmaster Spending Skill von 10 spielen. Also 9 von 10. Jack Attack sagt 4 von 5, ist auch völlig in Ordnung, aber ich sage in den die grundlegenden Lernschritte von The Staircase mehr üben und deutlicher üben und deswegen 9-mal Grandmaster Spending Skill bekommen. Ich meine, ob ihr jetzt 10 Spiele macht oder 20, ist ja letztendlich Jacke wie Hose. Es geht ja nicht ums Gewinnen oder Verlieren, ihr müsst ja nicht 10-mal gewinnen, sondern ihr braucht nur 9-mal Grandmaster Spending Skill von 10 Spielen. Die können alle verloren werden, die Spiele. Das ist nicht das Problem. Wird natürlich schwierig für euch wahrscheinlich einen Grandmaster Spending Skill zu bekommen, wenn ihr versucht, irgendwie 50 Minuten in dem Spiel zu bleiben, weil euch der Gegner nicht angreift. Also je länger das Spiel dauert, desto schwieriger wird es, mit Slow Links das Spiel zu gewinnen. Der Gegner kommt einfach nicht raus. Aber er hat wenigstens 60 SCVs gebaut. Vielleicht wird das, wie gesagt, das Spiel, das Miso auch verliert wieder. Denn der Gegner hat gute Upgrades, der Gegner baut Units, allerdings kriegt der Gegner auch unendlich Overmins. Aber das ist in den unteren Ligen eben so und genau daran wollt ihr arbeiten, dass ihr die nicht bekommt. Misos Inject-Werte sind hier übrigens 84% auf GG-Tracker. Ihr werdet sehen, wenn ihr Zerg seid, dass das viel, viel länger bei euch dauert, bis ihr konstant über 80% habt. Denn Injecten als Zerg ist eine super wichtige Mechanik, aber auch eine Kunst. Das gucke ich mir gerade nochmal an.
Ich bin ja dann doch neugierig, wie die Kämpfe laufen. Aber ihr sollt die Kämpfe auf Stufe 1 nicht anschauen. Macht das im Replay, wenn euch das interessiert. Wie gesagt, jetzt sind wir in der Vision vom Terraner. Ah, okay. Der Splash-Damage der Tanks tötet seine Gebäude, deswegen kann er nicht reparieren. Interessant. Damit hätte ich gar nicht gerechnet, dass das halt so für den Terraner laufen kann. Dass er seine eigenen Gebäude kaputt schießt. Aber der Terraner weiß schlicht und ergreifend halt auch gar nichts von der Karte. Hat hier sich schön eingetörtelt mit Turrets, damit keine Mutas kommen. Aber der Gegner nimmt kein Gas. Er kann gar keine Mutas bauen. Und das Overmits. Hammermäßige Overmits. Aber so ist das in der Bronze. Es werden wieder die Gebäude getötet. Und jetzt sind die Linge halt drin. Die Tanks sind down. Und damit ist GG. Die Wall ist weg. Ich hatte mich das am Anfang immer gefragt. Wie tötet man einen Terraner auf dieser Karte, der sich einwallt? Man nutzt einfach den Splash-Damage der Tanks gegen seine eigenen Gebäude. Keine schlechte Idee. Und zwar eine A-Move-Idee. Ihr habt gesehen, er hat nicht einen einzigen Kampf beobachtet. Sehr faszinierend. So funktioniert StarCraft. Man lernt immer was Neues. Das war's für dieses Video. Bitte abonniert meinen Channel. Bitte schaut euch die Videos von Misu an und die Replays von Misu. Der hat sich viel Arbeit gemacht. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Misu. Macht mir super Spaß, das hier zu casten. Und ich freue mich vor allem auf die Replays in The Staircase Schritt 3, wo dann Upgrades genommen werden und Speedlinge an den Start gehen. Bis dahin.